Beim Tsunami in Japan ist ein Atomkraftwerk explodiert. Unser Umweltminister Röttgen sagt, es besteht keine unmittelbare Gefahr. Das ist genau das, was man befürchtet, wenn es heißt, es besteht keine unmittelbare Gefahr. Dann ist Panik angebracht. Ich empfehle als Anbaggerspruch: Hey, wir sind bald alle verstrahlt. Es ist aus. Morgen geht's weiter.